wäre ich jetzt ohne seinen dämlichen Kommentar in seinem Memento nicht drauf gekommen. Ich hab mich nicht erschrocken. Das war nur... Weiß nicht, das war nur Zucken. Die gebrochene Fensterscheibe werden durch einen schwachen Holzrahmen zusammengehalten. Oh, wir haben Öl gefunden. Das heißt, wir können mal eben die Öllampe auffüllen. Zack, jetzt haben wir wieder... Hier unten haben wir wieder ein bisschen Öl. Das heißt, wir können die Öllampe wieder nutzen. Vielleicht können wir ja mit dem Hammer... Ich nehme mal den Hammer hier. Na? Vielleicht kann ich ja damit die Scheibe einschlagen. Das hat sogar funktioniert. Ne. Ich würde gerne... Oh Gott. Oh nein. Da kommen wir anscheinend nicht lang. Oh Gott. Was ist das denn? Hier sind überall diese Gewebestreifen. Kommen wir... Okay, ich gehe mal hier lang. Ich glaube, wir haben jetzt einen Weg drumherum gefunden. Pläne, Aufzugsumbau, ah ja. Wir haben ja immer noch als Hauptquest haben wir ja immer noch... Hör mal auf zu reden, Mann! Ich unterhalte doch gerade die Leute! Wir haben ja immer noch die Hauptaufgabe, den Fahrstuhl in Gang zu bringen. Ich bin da sehr gespannt, ob wir das hinbekommen. Was haben wir hier? Wieder eine Rückblende. Wann bin ich an der Reihe? Ich habe mich nicht lange genug zurückgehalten. Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viele für dich getan und nichts zurückbekommen. Agrippa, ich vertraue dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Agrippa. Hört sich an wie so eine Geschlechtskrankheit. Ah, guck mal hier, können wir das Öl auffüllen? Yay! Also ich werde mal eben... Ja, ich... Wenn das Knistern hört, liegt es daran, weil unser Gehirn schon wieder matsch wird. Was ist das denn hier? Strömungskreislaufstab? Aufgenommen, Strömungskreislaufstab. Keine Ahnung. Ah, Anleitung zur Aufzugsmaschine. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, bau mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du in die Maschine... Was? Bevor du... in die Maschinerie einsetzt. Stelle den Hebel so ein, dass du die geringe Menge Druck innerhalb der Kammer enthältst. Die Messinstrumente sollen folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity Dampfanlage... 4 Phasen Amplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Alle Stäbe, verstehst du? Er hat Stäbe gesagt, einfach so. Was wollte ich gesagt haben? Heute haben wir übrigens ein bisschen angefangen. Ich weiß gar nicht, ob es einigen aufgefallen ist. Normalerweise spielen wir ja Horrorspiele immer erst ab 22 Uhr. Aber ich dachte mir, komm, weil es ja gestern ausgefallen ist, oder nicht ausgefallen ist, sondern weil es ja abgeschmiert ist, dachte ich mir, komm, fängst du heute mal um 20 Uhr an. Demon's Souls 893, willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen. So, jetzt haben wir ja auf jeden Fall schon mal einen Stab. Den werde ich dann später... Da ist ein Baum umgefallen. Wahrscheinlich läuft Godzilla gerade hier durch den Wald. Mach ja sein. So. Mit dem Stab denke ich mal nicht, dass wir die im Keller da unten den Schutt wegräumen können. So, hier haben wir alles. Ich gehe mal, da ist rechts noch eine Tür in der Haupthalle. Vielleicht wären wir da ein bisschen fündiger. Ich schau mal. Er stieg aus dem Bett und sah aus dem Fenster. Es war völlig dunkel. Er wartete, blickte auf die alte Uhr und wartete noch etwas länger. 4 Uhr, dachte er. Das ist genug. Hier bleibe ich. Hier ist mal voll hübsch. So, Gästezimmer. Was? Herberts Gepäck.
war mit einem Seil umwickelt, der Verschluss war aufgebrochen worden, vermutlich von Dieben, wie er annahm. Er fragte sich, ob noch irgendwas erhalten geblieben ist, als er daran dachte, durch wie viele Hände es schon gegangen war. My journal is gone. What would they want with my journal? Where's my journal gone? Yes, of course. Yes, yes, of course. So. Psst. Diese Kakerlaken, ne? Hör dir mal an. Wie so eine Schlange. 2. July, 8. Ja, ich will das selber lesen. Du brauchst mir das nicht vorlesen. 19. August 1839. Ich wünschte, ich könnte fragen, an wie viel du dich erinnerst. Ich weiß... Ach nee, warte mal, das ist die erste Notiz, ne? Wo ist denn hier Anleitung zu Maschinen? Nee, das ist das nicht Tagebücher? Ist es Algerien? Sondern Afrikas? Nee. Enthüllung, ich glaube, das ist das. 2. Juli 1839. Ich habe heute einen Brief vom algerischen Gouverneurbüro erhalten, der das verhängnisvolle Schicksal von Herberts Expedition offenbarte. Etwa eine Woche nach meiner Abreise kehrte einer unserer Männer aus der Wüste zurück. Er war schwer verwundet. Als ob er von einem Löwen angefallen wurde. Der Mann redete wie im Delirium davon, dass die Expedition von etwas Schrecklichem angefallen wurde. Die Franzosen schickten sofort einen Suchtrupp los, der die Expedition finden sollte. Nach Tagen der Suche fanden sie schließlich das Lager. Es war verlassen und es gab keine Spur von Herbert und seinen Männern. Morgen hole ich die Sachen vom Zollamt ab, die sie in Herberts Zelt gefunden hatten. Ich weiß zwar nicht, was das alles bedeutet, aber ich mache mir große Sorgen um ihn. Naja, was ist dem Herbert geschehen? Und wir haben wieder Öl gefunden für unsere Öllampe. Öl. So. Ich bin mir noch nicht ganz... Was haben wir denn hier? Hey, eine Brechstange! Die werden wir bestimmt später brauchen. Wer weiß auch wofür. Hier haben wir noch einen Zettel. 3. July. Dass ich das mal vorlesen muss. Ich will das selber lesen. Enthüllung 2 von 3. 3. Juli 1839. Heute habe ich Herberts Sachen vom Zoll geholt. Ich blätterte durch seinen Berg von Dokumenten und fand ein Logbuch zur Expedition. Darin soll wohl schnell aufgekritzelte Notizen als auch ausführliche Beschreibungen verschiedener Ereignisse enthalten. Ich ging die Seiten durch und versuchte herauszufinden, was passiert sein könnte. Am 17. Mai, dem Tag, an dem ich in die Kammer eingeschlossen war, bemerkte Herbert trocken: Daniel, gerettet! Nach einer Stunde Gefangenschaft! Das verwirrte mich sehr. Innerhalb von Minuten hatte ich gefühlt, dass ich erstickte. Wie konnte ich eine Stunde überlebt haben? Ich las weiter. Herbert gab die Fakten ohne Urteil oder Leidenschaft an. Plötzlich jedoch konnte ich Frustration in seinem Text erkennen. Er drängte seinen Männer, das Grab zu untersuchen. Eine mühevolle Aufgabe, die die Nerven der Männer strapazierte. Die Männer schienen verrückt zu werden und Herbert musste extreme Maßnahmen ergreifen, um weitermachen zu können. Schließlich betrat er selbst die Kammer, wo er die Kugel an ihrem Platz zurücklegte. Seine Beschreibung verwirrte mich sehr. Wenn er die Kugel hat, wozu gehören dann die anderen Stücke in meinem Wohnzimmer? Wer weiß, welche Kugeln er da hat? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier liegt ein Hemd. Was haben wir hier? Daniel. What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Gerade geschlabbert heimlich. Ich hoffe, man hat sich gemerkt. So. Okay, hier ist nichts drin. Was haben wir hier? Hier haben wir alte Hemden. Wahrscheinlich noch vor 100 Jahren getragen. Ein hübsches Bild und wir haben wieder eine Zünderbüchse. Wir haben ja auf jeden Fall ein Brecheisen gefunden. Da sind wir hergekommen. Psst. Diese Kakerlaken. Die Tür ist... Aha, die Tür ist geklemmt. Wegen einem defekten Schloss. Ah, warte mal, vielleicht können wir das Brecheisen dort benutzen. Hallo?
Ich würde gerne... Where is the key? I got the key! I got the la. So. Du solltest besser Versteck finden. Du hast nichts, um dich zu verteidigen. Ist das Keller, Klaus? Ist das... Ich glaube, Kellerklaus ist weg. Der mochte wohl nicht, dass wir hier in seinem Appartement oder Etablissement reinstürmen. Wahrscheinlich ist das hier seine Abstellkammer. So, was haben wir hier schönes? Dass ich es mal vorlesen muss, gibt's ja gar nicht. So, die Enthüllung 3 von 3. Ich juck mich nochmal eben am Ohr. Ach, Taler aus. Ach, ich habe ganz vergessen, die Taler einzuschalten. Es tut mir leid. Ich mach das mal eben, warte mal. So, Taler sind an. So, bevor ich das... So, mal eben aktualisieren hier den... Stream. So, Kopfhörer wieder auf. Es ist ein bisschen dunkel, jetzt wird es gleich wieder heller, pass auf. Oder auch nicht. Ich lese mal eben wie... Boah, Alter. Atomexplosion. So, 4. Juli 1839. Es ist geschafft. Ich habe die Kugel zusammengebaut. Ich wachte aus einem schrecklichen Albtraum auf. Und auf... Zitternd und verschwitzt zog ich mich mit einer Tasse Tee ins Wohnzimmer zurück. Die Kugelstücke lagen so da, wie ich sie hinterlassen hatte. Aber irgendwie wusste ich, wie ich es anstellen konnte. Ich holte den Teer, den ich vorbereitet hatte, um die Teile zusammenzusetzen. Ohne Probleme erstellte ich die Kugel, an die ich mich so gut erinnern konnte. Der Teer war nicht notwendig. Die Teile fügen sich ohne jeglichen Klebstoff zusammen. Die historischen, steineren Reliquien stehen nun auf meinem Tisch. Ihre tadellose Oberfläche und vollkommene Form schien wie von einer Fabrik gefertigt zu sein. Das alles ist sehr merkwürdig. Silent Soul, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show auch an dich. Hallöchen. So. Hintere Halle. Wir gehen mal wieder in die Halle. Ich frage mich, was... Wir haben immer noch keinen Eimer gefunden, ne? Achso, ich habe vergessen zu lesen. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden. Merkur... Wo ist... Das lag aber vorher nicht hier. Das Stückchen Fleisch. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben... Was haben wir denn? Warte mal, ich schau mal eben. Wir haben einen Bohrer, den haben wir benutzt, ne? Ein Maschinenteil aus Holz und Metall. Eine Nadel. Öl ist übrigens voll für unsere Lampe. Brauchen wir ja gerade nicht. Wo müssen wir denn... Okay, ich gehe mal zum Aufzugraum. Vielleicht da noch eine Tür, die wir übersehen haben. Hallo, lieber Sascha. Hallo. Ja, so heiße ich. Ach, hier sind auch noch Türen. Guck mal eine an. Was können wir hier machen? Maschinenraum. Er ist abgeschlossen. Oder es ist abgeschlossen. Und der Fahrstuhl funktioniert ja nicht, weil wir den im Maschinenraum reparieren müssen. Ah ja. Und wir brauchen irgendwie im Keller einen Eimer. Ich weiß nicht, wo wir den herbekommen. Ist hier irgendwas, was ich vielleicht übersehen habe? Aber wir können hier, glaube ich... Ah, okay.
So wie es aussieht, können wir hier irgendwie Wasser aufnehmen. Wofür auch? Das Wasser läuft hier irgendwie lang. Warte mal. Ah, nee, es geht nicht. Okay. Ich würde gerne der Frau hier in den Schritt... Ich sag's jetzt lieber nicht. Guck mal, der Reisadler. Okay, wir müssen irgendwie... Ich bin ein wenig überfragt, muss ich sagen, wo wir einen Eimer herbekommen, wie wir an die Trümmer vorbeikommen. Ich gehe nochmal hier in den Keller oder Lagerraum. Vielleicht wartet ja da Kellerklaus auf uns, ich weiß es nicht. Professor Taylor war der Zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Naja. Ich trinke nochmal einen Schlückler. Ferkel, was denn? Ich hab doch nichts gesagt. Das hast du dir ausgedacht. Du hast den Gedanken weitergesponnen. Wer weint denn hier? So, wo kriege ich denn jetzt hier einen Eimer her? Das ist eine Kiste. Wieso ist hier schon wieder dunkel? Ich hatte doch hier angemacht, das Licht, oder? Ah ja. Ein alter, gammeliger Teppich liegt hier rum. Hier unten ist ja schon wieder... Ah ja, hier unten war ja... Ja, schieb's auf mich. Ich habe nichts gesagt. So. Someone's coming! He's coming! Oh, hier ist noch eine Zünderbüchse. Nehmen wir noch mit. Wo kriegen wir denn ein... Ach, wir haben doch die Lampe. Wir können auch ein bisschen Öl wieder verschwenden. Öl. Öl. Wie ich mal Öl sage. Öl. So, hier müssen wir den Bohrer benutzen und wir müssen hier einen Eimer drunter stellen. Aber ich weiß nicht genau, wo wir den herbekommen. Vielleicht weiß der Herbert, wo der Eimer ist. Der Herbert. Der hat ja so viele Sachen gesehen. Laut den. Ach, guck mal da oben. Wie komme ich denn? So. Wir sind ein wenig groß. Ach genau, hier haben wir ja gebohrt. Da läuft es immer noch aus. Kann ich nicht einfach so ein Fass nehmen oder so? Ich schaue mich jetzt mal ein bisschen um, ob ich hier was sehe. Tut mir leid, dass ich so denke. Zweideutig ist einfach besser. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. Ist doch... Huch, ist doch so. Okay, anscheinend ist hier kein Eimer. Sieht auch ein bisschen merkwürdig aus da hinten, ne? Sieht ein bisschen aus, ob da hinten ein Geist irgendwie in der Ecke am Pinkeln ist. Das ist so... Ja, es ist... mein Gott. So. Sascha, mach doch mal einen Speedrun bei dem VR-Horror-Game. Ja, ich... ja. Kann ich mal machen. Stimmt, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube nicht heute. Wenn dann machen wir das mal vielleicht nächstes Wochenende oder so. So, es lässt sich nicht bewegen. Ansonsten habe ich aber hier... Nö. Kein Eimer, das heißt, wir können hier eigentlich wieder abzischen. Umsonst hier gewesen, umsonst Öl verbraucht. Herbert! Vielleicht kann uns ja der Herbert helfen. Sir William Smith war markiert worden. Er konnte nicht wissen, dass dieser junge Mann, den er von einigen Tagen getroffen hatte, einen solchen schrecklichen... Die letzten Worte konnte ich nicht lesen, es ging so schnell. So. Von hier waren wir gekommen, oder sind wir gekommen. Ich schaue nochmal hier, vielleicht in dem Studienzimmer. Aber dann erst ab 22 Uhr, weil da wieder Spätschicht. Er durchblätterte das Buch der Monarchen, suchte nach Radierungen und zählte. 9 verschiedene Könige aus ganz Europa wurden mit einer Kugel in der Hand dargestellt. So, vielleicht finden wir ja hier nochmal irgendwie einen Eimer oder sonst irgendwas. Ich schaue nochmal.
So, hier haben wir irgendwelche Kisten und Dings rumstehen. Da ist noch die Box. Da war nichts mehr drin, ne? Nee. Spiel mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Draußen rufen die Hunde. Und hier drin trinke ich mein Bier. Keine Ahnung. Na klar, er bleibt einfach mal an Bücher hängen. Das müssen schwere Bücher sein. Okay. Hier ist nichts. Ich frage mich, wo wir hier was finden sollen. Wir müssen ja auch in den Maschinenraum. War hier vielleicht ein Eimer oder so? Kammer des menschlichen Schädels. Ah ja. Ich habe erst Kamera gelesen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist heute. Bin ein bisschen verwirrt. Ich bin nur noch verwirrt. 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 Hier liegt ein Buch. Kann ich das... Ja, kann ich. Kann ich das hier reinschmeißen? Es soll brennen. Ja. Ich wollte es eigentlich da rein... Ja, leg's da rein. Dann bleibt es wenigstens schön warm und mummelig hier drin. Ich kann mich entsinnen, dass dieser Stuhl, den wir da hinten hingefeuert haben, den wir da hinten hingeschmissen haben und ich hier stand. Mysteriös. Wahrscheinlich Ayman Abdallah von Galileo Mystery ist schon auf dem Weg hin und will das Rätsel lösen. Man weiß es nicht. Ist hier vielleicht irgendwas drin? Ich schau mal rein. Vielleicht sind hier bei den Schädeln irgendwas. Nein. Nichts. Dann nochmal in die Schubladen gucken. Auch nichts. Ja, Sir Lancelot ist auch wieder am Start. Da ist auch nichts. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hier irgendwas finden sollen. Alter, 15 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, hier kommen wir nicht weiter, ich weiß. Will er nicht wieder notieren und aufschreiben? Ich war hier schon gewesen. Bitte suche einen anderen wie ich. Er ist ja so... Ein Intuitast, nee, wie sagt man es nochmal? Ich weiß es nicht. Er schreibt so gerne. So, ich versuche mal. Guck mal hier, gibt es hier irgendwas? Da. Da pinkelt einer. Ich weiß, wahrscheinlich Godzilla im Wald muss gerade urinieren. So. Okay, hier war nur die Schriftrolle. Der Stuhl liegt auch schon wieder vor der Tür. Was soll das denn? Habe ich hier irgendwas vielleicht vergessen mitzunehmen? Kann ich die Öllampe? Das Fass enthält kein Öl. Ah ja. Da sind... Okay, das sind... Das kann ich nur so mitnehmen. Hier ist... Ich glaube, ich übersehe irgendwas wahrscheinlich. Ein Riesenzahnrad. Was ist das hier? Irgendwie, keine Ahnung, Karton oder so. Karl, der Karton ist mein bester Freund. Komme ich hier durchs Fenster? Vor allen Dingen, das sieht aus, als ob es taghell ist draußen. Taghell vor allen Dingen. Als ob wirklich hell draußen ist, aber irgendwie auch wieder nicht. Tja, Jungs und Mädels. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen blassen Schimmer. Wo wir jetzt hin sollen? Kann ich irgendwas kombinieren? Das geht nicht. Kann nicht kombiniert werden? Ja, ist klar. Das kann nicht kombiniert werden. Das kann auch nicht kombiniert werden. Okay. Macht, würde auch gar keinen Sinn machen. Aber wir können es ja mal... Also der war, glaube ich, schon länger nicht mehr auf Toilette, Godzilla. So. Hm?
die Nase. Der Scheiße hat eine Nase. Ja. Dann gehen wir nochmal in die hintere Halle. Der merkwürdige Brief erschrak ihn. Aber es war auch der einzige, der ihn etwas ermutigte. Tja, ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hin müssen. Ich habe... Gästezimmer. Ich gehe nochmal ins Gästezimmer. Er durchblätterte das Buch der Monarchen und suchte nach den Radierungen und zählte... Achso, das hatten wir schon gelesen. Mittlerweile gehen den Ladebildschirm auch die Zeilen aus, weil wir schon hier so oft durchrennen.